wir sprechen jetzt mit Moritz. Moritz ist 26. Worum geht's bei dir? Ich habe zwei schwere Arbeitsunfälle und damit komme ich ganz schlecht klar. Ja. Magst du mal den Stream kurz im Hintergrund ausmachen, falls der noch läuft? Ja, Weil den höre ich doppelt. so habe ich. Okay, gut. Also du hattest zwei schwere Arbeitsunfälle. Ja, Was? 2019 den Ja. ersten und 2021 den zweiten. Okay, was hast denn du gearbeitet? Ich war zuerst in der Produktion tätig und bin da ausgerutscht und bekomme eigentlich nur eine Prellung. Und daraus hat sich ein CRPS entwickelt. Kennst du das? Nee. Das ist so eine Nervenkrankheit, da tun sich die Knochen auflösen. Ach krass. CAPS? CRPS. Okay. Und die Ja, Knochen lösen sich auf. genau, die lösen sich auf. Ich bin nur noch unter Medikamente und ich darf mit 26 Jahren nicht mehr arbeiten. Das hat man mir jetzt Ach in der krass. Schmerzklinik gesagt. Und das ist nur passiert, weil du ausgerutscht bist und eine Prellung hattest. Genau. Wie kann denn das passieren? Das war eigentlich ganz blöd. Mein Vorarbeiter wollte, dass ich Salz streuen gehe, weil ich in der Produktion war und bin dann ausgerutscht und habe mir gedacht, ja gut, nach einer Prellung ist ja eigentlich nach 3 Wochen wieder weg. Ja. Und dann habe ich gemerkt, dass meine Hand nicht dünner wurde. Ich habe so eine Hände. Ja, und dann bin ich nochmal zum D-Arzt und der sagte, er möchte gerne, dass ich in die BG-Klinik gehe nach Hamburg. Ja. Und da bin ich dann auch gewesen und da haben sie mich hingestellt, wie ob ich ein Simulant bin. Ich sollte mich in der Psychiatrie vorstellen. Ach Ich krass. sollte mir mal einen Psychiater suchen und woanders mich hinbegeben. Ja, daraufhin bin ich dann nach Hause. Mein D-Arzt sagte, das ist doch nicht normal. Die haben dich so nach Hause geschickt mit einer dicken Hand. Ich konnte nichts mehr. Ja gut, und dann hat die Berufsgenossenschaft gesagt, wir möchten dich weiterschicken nach Gelsenkirchen. Da bin ich dann auch hingewiesen. Und in Gelsenkirchen sagten sie auf einmal zu mir, Herr Jahn, Sie können Ihren Job in der Produktion am Nagel hängen, Sie dürfen es nicht mehr. Und ja, Ach krass, und aber da wurde das dann zumindest ernst genommen. da wurde es erst ernst genommen und dann zum Abschluss sagten sie mir auf einmal, nee, sie dürfen in ihren Al Beruf arbeiten. Ich war in 18 verschiedenen Schmerzkliniken, bis die das in der letzten Klinik festgestellt haben, was ich überhaupt habe. Und dann ich habe wirklich gekämpft, dass ich überhaupt wirklich was arbeiten kann. Dann bin ich in die Logistikbranche reingerauscht und bekomme da einen schweren Arbeitsunfall. Mit dem Leergut kriege ich auf die Hände mit den Paletten. Ja. Und bekomme es auf der linken Hand auch und gehe wieder ins Krankenhaus. Und da wurde ich dann, ja, erstmal habe ich gesagt, möchte ich noch was arbeiten. Dann bin ich im Sicherheitsdienst gegangen. Ja, und jede Firma sagt ja immer, wir wollen lieber einen gesunden Menschen haben als einen kaputten Menschen. Leider ja. Ja, und das war dann Das mein heißt, Fehler. es heißt, 2019 hast du diese Krankheit bekommen Genau, und ab richtig. diesem Zeitpunkt haben deine Knochen angefangen, sich aufzulösen. Richtig. Merkt man das? Ja, ich leide unter Schmerzen jeden Tag. Ich kann nachts 2, 3 Stunden schlafen und dann ist die Nacht rum für mich. Das heißt, es spielt ja dann auch keine Rolle, ob du jetzt liegst, stehst oder sitzt. Nein, das spielt keine Rolle. Zum Beispiel, ich mache es mir dann so, ich setze mich dann aufs Bett, lese ein Buch und versuche mich abzulenken, aber das bringt bei mir nichts mehr. Und dann war ich in der Klinik und die haben zu mir gesagt, wir möchten, dass sie noch irgendwie so ein paar Stunden, und dann habe ich mich ja, wie ich gesagt habe, im Sicherheitsdienst beworben und die nehmen natürlich lieber einen gesunden Menschen wie einen kranken Menschen. Und Heißt das jetzt auch, dass du anfälliger bist für Knochenbrüche? richtig, ich kann zum Beispiel mich stoßen und schon breche ich mir was. Ist das auch schon mal passiert? Ja, zweimal. Ach, scheiße.
Ich bin damals, wie ich die Diagnose gekriegt habe, weiß man ja auch nicht, was das ist, sofort CRPS, Klar. weil ich kenne das nicht. Und erstmal meiner Familie das zu erklären, dass das nicht mehr so wird wie früher, dass ich mit 26 Jahren nicht mehr arbeiten darf, das versteht nicht jeder. Ja, vor allem ist das ja auch etwas, was man leider nicht so von außen sehen kann, vermutlich. Das ist Also nämlich für das viele Schlimme. wirkst du gesund und Richtig. die denken dann halt, ja, warum will der jetzt nicht mehr arbeiten gehen, Und ich will arbeiten und ne? darf's nicht. Und meine Ärzte, die, wo ich in der Klinik bin, die sagten auch zu mir, sie können ihre Erwerbsunfähigkeitsrente mit 26 Jahren beantragen. Ich sage, das ist hart, erstmal klarzukommen, mit Das ist krass, 26 ja. Jahren nicht mehr arbeiten zu dürfen. Und viele, zum Beispiel meine Schwester, mit der ich nichts mehr zu tun habe, sagt so zu mir, ja, spinn doch nicht rum, simulier nicht rum. Ich sage, du weißt doch gar nicht, was ich habe. Ich sage, du sitzt den ganzen Tag draußen an der Natur. Ich darf nicht mehr arbeiten. Und Ja. das verstehen die meisten auch nicht. Ja, Schmerzen sieht man nicht unbedingt von außen. So Hast ist du es. Medikamente dagegen oder kann man da im Prinzip nur mit Schmerzmitteln arbeiten? Also ich nehme so gesehen, ich bin schon vor einer, kurz vor einer Vorstufe von Morphium, sonst würde ich die Schmerzen nicht mehr aushalten. Weil es ist einfach hart, sage ich mal. Medikamente, die schlagen bei mir auf die Organe schon. Ich habe schon Leberwerte erhöht, Nierenwerte sind erhöht und die Organe gehen auch davon kaputt. Hat man dir dann auch gesagt, dass die Lebenserwartung dadurch sinken wird? Die Gefahr besteht, haben sie zu mir schon gesagt, wenn ich mich jetzt am Bein stoße, kann, kriege ich sofort ja auch das an meinen Beinen. Und die Gefahr besteht immer, dass ich jetzt, ich muss so vorsichtig sein, das ist Wahnsinn, ich darf noch nicht mal mehr schwer heben. Wir haben zu Hause Pferde und ich möchte gern mit den Pferden was machen mit meiner Familie und kann dann noch nicht mal mithelfen mit dem Pferdestall, wo man eigentlich mit 26 Jahren mal jemanden unterstützen möchte. Meine Familie kann ich nicht, weil ich nicht mehr darf. Ja. Und das ist einfach, was ich echt damit Schwierigkeiten habe. Das ist schrecklich, ja. Und als wäre das nicht genug, wirst du dann auch noch abgestempelt von anderen Leuten, die das nicht nachvollziehen können. Richtig, und das ist das, was ich so traurig finde. Ich habe viele Leute kennengelernt in den Kliniken, wo ich war, die haben das auch. Diese Krankheit hieß früher, vielleicht sagt Ihnen das was, Morbus Sudeck. Nee. Ist das was Oder Ähnliches, oder? Elefantenkrankheit, das sagt den meisten was. Okay. Und meine Oma sagt immer, ja, man kann ja trotzdem arbeiten gehen. Ich sag, Oma, du weißt gar nicht, was das für Schmerzen sind, die ich Ja. habe. Meine Mutter, die sieht, wenn die mich nach Hause bringen, ich wohne alleine, die sagt selber, man sieht dir aber auch an, dass du wirklich vor Schmerzen schreist. Ich sage, ich könnte manchmal wirklich gegen die Wand laufen. Ich schlafe nachts 2 Stunden, dann ist die Nacht für mich rum. Ja. Mein Gott. Das heißt, jetzt kriegst du dann auch wirklich Erwerbsminderungsrente? Ich habe sie beantragt, nur Ah, man okay. kennt ja die deutsche Ja, die Rentenkasse. ist. Ja. Die sagt dann, ja, man kann ja dann mal noch eine Reha versuchen, um arbeiten zu wieder zu können. Ich habe jetzt vor einem Monat ein Gutachten gemacht, das reicht ihnen nicht. Nein, die wollen noch mal, dass ich jetzt in eine Reha gehe. Jetzt heißt es so gesehen wahrscheinlich Anfang September oder Oktober bin ich dann wieder in der Klinik, wo ich sonst auch bin. Und aber das macht dann auch keinen Spaß mehr. Ich war letztes Jahr vom 1. Natürlich, Dezember klar. bis zum 12. Januar in der Klinik, war Weihnachten nicht bei meiner Familie, war Silvester nicht bei meiner Familie. Und ich würde gerne bei meiner Familie lieber sein als in so Kliniken. Ja, ich glaube, du wurdest jetzt schon genug rumgereicht, ne? Auch Ja, das damals ja Schlimme schon. ist, jeder Arzt sagt immer, ah, spinnen Sie mal nicht rum. Ich war dann bei einem Schmerztherapeuten, der wollte mir zum Beispiel über eine Infusion geben, was man zum Nähen kriegt. Da habe ich zu mir gedacht, habe ich ihn gesagt, kennen Sie sich denn mit dem Krankheitsbild überhaupt aus? Nö, wenn es Ihnen die Krankheit kennt, ist doch gut genug. Nur ich kenne die Krankheit nicht. Da würde ich mich ganz schnell wieder umdrehen. Und dann habe ich auch gesagt, und auf Wiedersehen, dann habe ich mit der Berufsgenossenschaft telefoniert, die sagte, keine Frage, wir investieren in die Klinik
Und dann bin ich da wirklich über 6 Wochen gewesen und hab gekämpft und gekämpft. Nur irgendwann hat man den Kampf auch verloren. Das heißt aber, dass es wirklich auch alles dokumentiert wurde und als Arbeitsunfall registriert wurde. Ja, es ist Also, mein Glück, es sagten die von der Berufsgenossenschaft, dass ja. die die Unfälle anerkannt haben, weil Ja. wäre das nicht so, dann hätte ich ganz große Probleme, weil dann hätte die Krankenkasse auch gesagt, nein, sowas Ja. investieren wir nicht. Von was lebst du jetzt aktuell? Was kriegst du? Momentan lebe ich eigentlich nur von der Berufsgenossenschaft, diese Hm. Renten, aber da kann man ja auch nicht von überleben, sage ich mal. Und meine Eltern unterstützen mich jetzt ganz viel. Und ich sage so, wie es ist, wenn die Erwerbsunfähigkeitsrente durch ist, werde ich gucken, dass ich dann mir irgendwas Ehrenamtliches mache, dass ich unter Leute komme, dass ich mich ablenken kann. Ja, ich glaube, das ist das absolut Wichtigste, dass du dich nicht abschottest. Nee, das mache ich auch nicht. Ich bin viel zum Beispiel von meiner, ich habe eine Schwester, die hat eine Behinderung, die zu Hause bei uns lebt. Und das ist so eine Liebe, die war heute bei mir und hat mit mir zusammen gekocht. Und sie, ich helfe ihr dann gegenseitig, helfen wir uns alle in der Familie. Und Das ist gut. weil absondern bringt mir ja gar nichts. Nee. Das führt nur zu Verbitterung und Richtig. Einsamkeit und das ist, glaube ich, gar nicht gut, gerade nicht in der Kombi. Hast du eine Pflege dann auch oder Ja, kommst du ich habe eine so klar? Pflegestufe 2. Meine Mutter muss mir helfen oder der Ja. Lebensgefährte von meiner Mutter, Mhm. der muss mir helfen beim Duschen, dass ich Mhm. oder zum Beispiel rasieren, da hilft meine Mutter mir bei, weil ich krieg's mit den Händen nicht mehr hin. Ach, krass. Also so. Fortgeschritten ist das dann schon. Ja, ich bin zum Beispiel so, es ist so bei der Krankengymnastik, machen die schon so vorsichtig, dass die Angst haben, dass bei mir die Knochen durchbrechen. Und die müssen ja was machen, dass die Bewegung in den Händen drin bleibt, sonst irgendwann werden, gehen sie, zerbröseln sie so schlimm, dass ich gar nichts mehr kann. Ja. Ja, die Muskeln bauen ja dann auch ab irgendwann. Richtig, und das muss verhindert werden, hat mein D-Arzt gesagt. Umso weniger ich mache, umso schlimmer wird es. Mein Gott. Und das alles nur. Aufgrund dieser scheiß Arbeitsunfälle. Mein Gott. So schnell kann das gehen, ne? Das kann man gar nicht vorstellen. Man denkt immer, oh Ja. Gott. Und dann sage ich immer, das sagt jeder zu mir, wie ich das durchhalte und kämpfe. Ich sage, das ist manchmal nur der Schein. Ich sitze manchmal hier in der Wohnung und weine viel, weil damit erstmal zurechtzukommen, dass man nicht mehr darf wie Verstehe früher. ich. Ich höre bei dir aber sehr, sehr viel Lebensmut raus und das beruhigt mich. Neben der Tatsache, dass du ein gutes Umfeld hast. Ich bin auch so ein Mensch, der nicht aufgibt schnell. Ich habe vieles gesehen, ich habe viele Menschen kennengelernt in der Zeit, wo ich in den Kliniken war. Ich habe auch viele Misserfolge und Enttäuschungen mitgemacht. Aber ich sage immer so, man muss den Kampf weiterkämpfen, weil wenn man den Kampf verliert, dann hat man verloren. Moritz, ich finde dich sehr, sehr stark, sehr mutig und ich mag das Wort eigentlich nicht, aber du bist wirklich inspirierend und zeigst, dass man auch in so einer Lage wirklich noch Lebensmut haben kann. Und ich glaube, du, Bringt ja nichts, wenn man aufgibt. ja, absolut. Und ich glaube, du hilfst alleine mit deinem Anruf hier schon vielen Leuten, denen es vielleicht auch schlecht geht und die vielleicht wenig Mut haben. Ich hoffe, dass ich da ein bisschen so Unterstützung helfen kann. Ich würde auch mich freuen, wenn sich jeder mal melden. Ich kann gerne Ratschläge geben. Das ist, mache ich von Herzen. Ich habe vielen Leuten geholfen. Ich habe jemanden damals, das weiß meine Mutter so wie heute noch, ich habe jemanden bis zum Tod begleitet. Der Mann ist an dem Tag, wo er gestorben ist, hat er noch zu meiner Mutter und zu mir eine Generalvollmacht übergeben, wo wir mit dem Mann nie was zu tun hatten. Der haben wir eigentlich nur, wo ich die Krankheit noch nicht hatte, hatte ich mit ihm zusammen, habe ich dann bin ich an eine See gefahren und habe ihm geholfen und so. Und das hat der Mann bis jetzt einen immer gedankt. Sehr schön. Sehr, sehr stark. Moritz, schreibt gerne hier nochmal kurz gleich im Chat etwas und die Leute, die sich dann melden wollen, können das dann auch tun.
Ich danke dir von Herzen für den Anruf und wünsche dir alles, alles Gute Sehr und gerne. behalte deinen Mut weiter. Mache ich, versprochen. Alles klar. Schönen Abend noch. Jo, tschüss. Tschüss.